Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wir sind hier gerade im Land der Beschwörbaren beim Plattner. Und es ist ziemlich cool, was es hier gibt. Ich kann es mir leider gerade nicht leisten, aber es gibt hier ein schönes Aegis-Schild und eine Lichtrobe, die ich gerne hätte, aber ich habe das Geld leider gerade nicht. Sehr schade. Gut, ich könnte mir ein bisschen Geld machen, indem ich vielleicht mal was verkaufe. Das könnte ich machen. Und dann begeben wir uns zurück zu dem Typen im Keller, zum König. Zu Typen, ne? Was ich hier sage. Zu einem König. Und gegen den dürfen wir kämpfen. Und wenn ich mich nicht täusche, dann wird uns Blitz helfen. Und deswegen habe ich für Rydia schon eine Blitzpeitsche gekauft. Und ja. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn hier mal... Ich könnte das Mithril-Messer mal kommen. Ich verkaufe das mal. Das habe ich eh nie benutzt irgendwie. Das macht auch alles irgendwie eh runter. Ich glaube, dass das, was wir haben, schon ziemlich gut ist. Alles, was uns jetzt schwächer macht, brauchen wir nicht. Ashura, das ist auch schlechter. Es ist auch schlechter. Wie viel haben wir denn jetzt? 18.000. Ich brauchte 20, glaube ich, ne? Naja, dann weiter so. Was soll das? Der doofe Langbogen. Der Killerbogen. Alles schlechter als das, was wir jetzt haben. Yoichis Pfeile sind gut. Okay, weiß ich Bescheid. Was haben wir hier? Es ist ein Flammenschild. Mithril-Schild, das kann auch weg. So, und dann habe ich doch schon ein bisschen Kohle wieder. So schnell kann es gehen. Ja, was möchte ich denn jetzt haben? Möchte ich nur was für Cecil oder... Nein, ich kaufe tatsächlich mal eine Lichtrobe. Und kriege ich nochmal... Kriege ich das nicht nochmal hin? Dann würden das beide vielleicht sogar bekommen. Einmal verkaufen, verkaufen, verkaufen. Muss man ja auch mal sehen. Eigentlich schneide ich sowas immer raus, aber... In dem Fall... Lass ich es einfach mal drin, ne? Ashura. Ich habe Angst, dass ich Sachen verkaufe, die ich noch brauche, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Wird schon schief gehen. Eisschild, Dunkelschild. Dunkelschild ist ja auch irgendwie nicht so gut, ne? Mithril-Schild. Was hat er denn eigentlich angelegt? Gar nichts davon? Habe ich jetzt das... Was hat er für ein Schild? Aber ich gebe ihm jetzt eh ein neues, oder? Diamantenschild. Oh Gott, Gott sei Dank. Ich denke mal, ich mache hier was total falsch. Lichthelm. Ornat, Riesenhandschuh. Was wollte ich ihm jetzt? Was haben wir gekauft? Die Lichtprobe. Oh ja. Die ist gut. Sehr, sehr gut sogar. Dann kann das andere ja tatsächlich weg. Ausrüsten dann gleich nochmal Rydia. Die hat jetzt diese Blitzpeitsche bekommen. Auch sehr, sehr schön. Da geht das gleich wieder hoch mit den Werten. So, jetzt verkaufe ich noch mal ein bisschen was. Ich würde ganz gerne mal hier... Komm, einmal runter scrollen. Damit wir... Im Inventar 7 braucht etwas, was wir wirklich nicht mehr brauchen. Die ganzen Krallen, damit können wir gerade eh nichts anfangen. Angelegt. Scutetsu ist angelegt. Wenn ich das verkaufe, dann hat er doch keins mehr. Er hat das Kotetsu und das andere habe ich jetzt alles verkauft. Oh Gott, ich habe immer Schiss, dass ich was verkaufe. Was ich nicht verkaufen sollte. Das können wir noch verkaufen. Da sieht man ja auch, dass es wirklich schlechter ist. Blutschwert können wir auch verkaufen. Und damit hat sich's schon, ne? So, ich muss mal einmal hier bei ihm gucken. Habe ich das jetzt hier? Nö, alles noch gut, ne? Kotetsu hat er ausgerüstet und das andere ist dieses Kikuichi Monji oder wie auch immer man es ausspricht. Dann habe ich es erledigt bis auf das letzte hier. Ich kann jetzt auch das Aegis-Schild kaufen. Ich mache es mal anders, weil er das schon ausgerüstet hat. Dann sehe ich das besser, wenn ich das ihm wegnehme wieder. Ist eigentlich egal, was ich ihm gerade gebe. Nee, das eine ist ein Schild. Und das andere ist ein Rumpf. Also das
muss ich ja dann lassen. Momentchen mal. Nee, dann muss ich's lassen. Es ist ja beides, es sind ja zwei verschiedene Sachen, wenn ihr wisst, was ich meine. Hm. Ja, dann kaufen wir ihm das Schild. Okay. Und die Lichtrobe könnte sie aber auch eigentlich tragen, ne? Das ist es nämlich eigentlich. Dann hat er jetzt nämlich voll viel bekommen. Und... ja. Diamantenschild, Aegisschild. So, der hat jetzt nämlich voll die coole Robe und das andere. Und wenn wir jetzt seinen ganzen alten Kram... na gut, ich weiß nicht, was für Kämpfe noch kommen. Vielleicht ist auch nicht so schlau, alles zu verkaufen. Was mache ich denn jetzt? Nochmal verkaufen? Und ihr auch eine Lichtrobe kaufen? Oder halbiert Blitz? Vielleicht werden wir auch mit Blitz angegriffen. Aber warum habe ich dann für sie, gerade für Rydia, eine Blitzpeitsche bekommen? Ich glaube auch, dass wir mit Blitz angreifen sollen. Aber auch weniger Blitzangriffe einstecken in dem Falle hier. Und deswegen halt auch die Lichtrobe. Deswegen wird wahrscheinlich gleich so ein Kampf auf uns zukommen. Da kann ich ja nicht anders, ne? Und du kannst es nicht kaufen. Nein, wir haben nicht genug Geld. Das ist ja immer zum Verrücktwerden. Okay, ein bisschen müsst ihr noch aushauen. Es tut mir leid, dass ihr gerade mal so ein bisschen hier Shopping-Alexis erlebt, die hier irgendwie gerade, was ich sonst eigentlich alleine mache, miterleben müsst. Dann verkaufe ich das Mithril-Schild. Flammenschild habe ich sogar nochmal. Ein Spitzhut brauche ich auch nicht. Im Inventar Dunkelhelm brauchen wir anscheinend... brauchen wir die Sachen noch wegen anderen, die noch wieder zurückkommen. Sträflingsanzug. Ich brauche ein bisschen mehr Sachen, die mehr Kohle kosten. Mithril-Rüstung. Das geht zwar auf 30, aber ich verkaufe sie jetzt. Egal, wir brauchen die Kohle. Und wir haben sie. Ich habe es gar nicht bemerkt schon wieder. Wir haben sie schon. So, dann nochmal eine Lichtrobe für Rosa. Und damit haben wir es dann. Sorry. Muss aber sein. Gehört auch zum Spiel dazu. Das ist so. Das ist schön. Jetzt finde ich es auch viel besser. Was sagen die hier? Du solltest nicht einfach so Menschen mitbringen, Rydia. Wir wollen hier in Frieden und Abgeschiedenheit leben. Oh. Kriegt sie erstmal schön einen auf den Deckel, dass sie alle mitgebracht hat. Toll gemacht, Rydia. Dieses Land wird angeführt von ihrer Majestät, der Königin Asura, und seiner Majestät, dem König der Beschwörbaren. Das weiß ich mittlerweile. Ja. Möchte ich vorher speichern? Ja, möchte ich. Sonst muss ich alles nochmal machen. Das wäre blöd. Also, falls ich sterben sollte, meine ich. Und das ist jetzt auch kein Riesenumweg hier. Sonst hätte ich es nicht gemacht. So, gespeichert. Schön. Ab zu dem König, der uns jetzt auch nochmal prüfen wird. Warum sind die eigentlich so fies? Na gut, wir sind im Land der Beschwörbaren. Da kann man sich halt nicht alles erlauben. Da wird man auch mal geprüft. So, dann wollen wir mal. Alle irgendwie gut ausgerüstet mäßig, was Blitz und so angeht. Also da können wir auch nicht mehr machen, oder? Riesenhandschuhe. Nee, komm. Ich versuch's einfach mal. Es sei denn, Cecils Schwert. Himmelsschwert. Nö. Element heilig. Nö. Das lassen wir mal alles so, wie es ist. Gut. Rydia, mein Kind, du und deine Freunde seid die Ersten, die so... Willenskraft, alles, was wir schon hatten. Ja, wollen wir. Wir wollen gegen dich kämpfen. Leviathan wartet auf uns. Ja, klar. Und weil der Wasser hat, ist er anfällig auf Blitz. Okay. Flutwelle. Nochmal direkt eine Lebenssünde. Und ich mach... ja, was mache ich denn? Walum. Und ich beschwöre Ramu. Ordentlich Blitz.
Sehr schön. Jetzt beschwört sie ihn auch schon. Der wird sehr anfällig darauf sein. Nehme ich mal an. Ionenschlag. Yo, yo. Damit kommen wir, glaube ich, ganz gut durch. Nehme ich mal an. Was können wir denn von ihm mal stehlen? Vielleicht kann man ja von ihm was Cooles stehlen. Gegner hat keine Items. Na gut. Immer diese Bossgegner, die keine Items haben. Da kommt der... Kommt Ramo wieder? Oh, haben wir schon. Haben wir übersprungen? Oh, da ist schon jemand gestorben. Das ist nicht schön. Dann machen wir mal schnell Erzengel. Oh oh. Jetzt wird's wieder kritisch hier. Mach doch mal deine Lebenshymne. Hoffentlich klappt das endlich mal. Ich will mal wieder hier heilen nebenbei. Blitzschlag, komm. Shit. Vielleicht überleben ja wieder zwei. Ach, schade. Wenn wir jetzt die Lebenshymne hätten, könnten wir nebenbei heilen. Aber nein, es funktioniert irgendwie nicht. Und ich will nicht, dass wir draufgehen. Oh, jetzt funktioniert es gerade wieder, aber nur einmal irgendwie. Wir können halt auch nicht die ganze Zeit nur heilen. Wir müssen auch mal was machen hier. Greif mal an. Ach, da geht er schon drauf. Ach, ja. Zwei überleben wieder. Leider nicht Edge und Rydia. Schade, schade. Wieder die beiden. Nehmen das letzte Mal auch überlebt. Cecil und Rosa. Die beiden. Das super Pärchen. Sanctus haben wir gelernt. Fürwahr, ihr tragt das Licht in euch. So sei es. Geht mit der Macht von König Leviathan an eurer Seite. Cool. Rydia kann jetzt Leviathan beschwören. Yeah. Rydia, die immer stirbt im Moment, leider. Okay, was sagt er noch? Okay. Keiner redet mehr mit uns. Um mit dem König zu sprechen, mein Meh. So, die haben wir jetzt. Das ist cool. Fertigkeiten. Rydia. Beschwören. Beschwören. Da haben wir Asura oder Ashura rufen und sich überraschen lassen. Oh, 40 MP. Leviathan, 75 MP. Leviathan rufen, der angreift. Coole Sache. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt wieder zum Speicherplätzchen. Nutzen Zelt oder so. Ja. Weiß nicht, ob man sich hier noch einen holen kann. Beschwörbares Dings. Vieh. Das wäre cool, wenn das ginge. Ich weiß es aber gerade nicht. Da ist ein Zelt. Wir nehmen mal eine Hütte. Ach ja. Frieden und friedlich. Was sagt jetzt, das Ding? Danke, mein König und meine Königin. So, hat sich das damit dann jetzt hier erledigt oder wie? Müssen wir jetzt hier noch was machen oder nicht? Oder wie? Oder was? Keine Ahnung. Waren wir jetzt irgendwo noch nicht?
Da geht's nicht weiter. Rydia, schön, dich wiederzusehen. Also hier können wir jetzt wieder zurück. Das haben wir ja dann quasi erledigt. Also, ja. Gibt es noch irgendwas beim Angriffsladen, was irgendwie cooler ist als das, was wir haben? Was sagen die? Geh nirgends mehr hin, Rydia. Ich hasse Abschiede. Wenn ihr nicht im Kampf gegen Königin Ashura besteht, wird euch der König kein Gehör schenken. Ja, das haben wir aber geschafft. Wir tollen. Ob ihr Menschen auch mit unseren Waffen umgehen könnt? Also ich hatte hier schon mal geguckt, hereinspaziert. Aber nicht wirklich noch Besseres gefunden. Hier habe ich nur im Inventar einen von diesen Pfeilen. Das ist ja nicht viel. Wie viel kriege ich damit? 6 immerhin. Das ist ja schon mal gut. Ja, dann gehe ich jetzt zurück mit diesem komischen Teleporter-Dingsbums. Ja? Oder nein? Oder ja? Oder nein? Ich glaube schon. Wo war das denn jetzt? War doch da, oder nicht? War das hier? Achso. Ja, dann wieder Abmarsch. Leute. Weil, ach ja, es gibt ja noch ganz viele Kisten hier. Rattenschwanz. Hätte ich das mal vorher gemacht, dann hätte ich vielleicht sogar noch einfachere Kämpfe bekommen. Was ist denn bitte ein Rattenschwanz? Immer diese Sachen hier. Rattenschwanz. Der Schwanz einer Ratte. Ah, ich weiß, wofür das ist, Leute. Da wollte doch irgendeiner diesen einen Schwanz von einem Tier haben. Das ist bestimmt für den. Da müssen wir hin. Das ist das Nächste, was ich mache. Zu dieser komischen Insel nochmal gehen. Da können wir dem ja was geben. 5000 Gil. Unser König residiert in der Mitte der Stadt. Da waren wir schon. Haben alles schon erledigt. 6000 Gil. Sehr schön. Ihr seid die ersten Menschen hier, außer Rydia natürlich. Ja. Okay. Und dann, ja, wo? Hier durch den hier jetzt oder wo lang? Sind wir hier wieder. Och, nö. Oh, nö, nö. Nö, nö. Gibt's nicht auch einen anderen Weg zurück? Also einen anderen, netteren Weg? Muss das der sein? Oder nicht? Gibt's hier auch noch andere Teleporter-Dingens? Nee, ne? Es gibt wahrscheinlich... Mit dem sind wir gekommen. Oder? Ich glaube, ja. Oder war da rechts noch einer? Guck jetzt nochmal, ob rechts noch einer ist, weil sonst bin ich verwirrt. Hallo, hallo. Vielleicht kommt man ja auch mit dem Notausgang hier einfach raus. Gibt es hier auch einen? Nee. Ja, dann müssen wir den nehmen. Dann müssen wir den nehmen und damit wieder zurück. Anders geht das ja gar nicht. Höhle der Beschwörbaren, Untergeschoss 3. Willkommen zurück, Leute. Geht das wieder mit den Kämpfen los hier? Glaub, wenn die alle mit Blitz angreifen, könnte Leviathan und Wasser... Also seine Flutwelle von Edge zum Beispiel auch wieder hilfreich sein. Also genau den Umkehrschluss sozusagen. Blitz heilt die, ne? Ja, ja. Also eher Wasser. Leute, Wasser. Unser neues Motto. Oder normaler Angriff halt. Haben wir denn sowas überhaupt? Entzug. Ist halt auch gut, wenn die wieder leben. Damit die wieder leveln, weil jetzt irgendwie Cecil und Rosa echt gut gepunktet haben. Schön die LP abgezogen. Jetzt stirb endlich, du Blitzvieh. Jawohl. Ja, wo geht's denn jetzt aber lang? Also wir können ja nur da lang, ne? Wollen wir da auch wieder lang? Oh nö, jetzt geht das wieder los.
Ich muss wieder Leviathan-Dingens benutzen. Nicht die wieder. Die muss man ganz schnell platt machen. Das wisst ihr hoffentlich noch. Die nerven einen sonst total, wenn die jetzt hier weiterleben. So, anfällig gegen Eis hatte ich zum Beispiel schon wieder ganz vergessen. Und weg ist sie. Ja, Leute, ich kämpfe mich mal hier aus der Höhle. Oder nein, komm. Das muss doch zu machen sein, dass hier mit dem Notausgangsbums. Notausgang. Da habe ich doch gar keine Lust zu, jetzt mich hier durch die Gegend zu kämpfen. Jetzt sind wir draußen. Ist das nicht schön? Und wenn wir das jetzt hier erledigt haben, dann gehe ich zu der Insel mit dem Rattenschwanz und das machen wir als nächstes. Da freue ich mich schon drauf. Haha, also bis zum nächsten Part. Bis dann.